Liebe Menschen 50 plus, herzlich willkommen bei BZ Nachrichten TV. Ich bin Uwe Matthias Müller und lade Sie heute ein. Sie wissen, bei BZ Nachrichten TV berührt uns das Thema Demografie in all seinen Facetten. Es gibt auch von uns veranstaltet die Konferenzreihe Demografiedebatte Deutschland und die nächste Veranstaltung dieser Reihe findet am 27. September 2019 in Berlin statt. Was wird unser Motto sein? Das Motto lautet Generationenpakt im demografischen Wandel, denn unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, dass immer die eine für den anderen einsteht. Wir finanzieren unsere Rente im Umlageverfahren. Wir organisieren unser Gesundheitswesen nach ethischen und nach finanziellen Aspekten. Und die Frage stellt sich, wenn wir in einer alternden Gesellschaft leben, wenn wir künftig noch mehr alte Menschen haben und weniger Menschen haben, die sozialversicherungspflichtig tätig sind, sprich Einkommen generieren und Sozialabgaben leisten, wie kann das alles in der Zukunft organisiert, geregelt und finanziert werden? Das wollen wir am 27. September in Berlin besprechen. Dazu haben wir drei thematische Schwerpunkte. Der erste ist die Frage nach der Altersversorgung, nach der Rente. Wir sprechen mit verschiedenen Bundestagsabgeordneten unterschiedlicher Parteien. Wir sprechen mit einem Experten der internationalen Altersvorsorge, der uns darüber berichten wird, wie unsere Nachbarn in den Niederlanden oder in Großbritannien ihr Altersversorgungssystem organisiert haben und warum es dort zum Teil besser läuft als bei uns, also welche Reformen uns noch bevorstehen. Wir sprechen mit Experten aus dem Gesundheitsbereich und aus der Politik über die Frage, wie die Gesundheitsversorgung nicht nur in den großen Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt oder München aufrechterhalten werden kann, sondern wie es auch möglich sein wird, in Zukunft einen Landarzt in einem 1000-Einwohner-Dorf zu haben oder eine Apotheke, die dort die Menschen versorgt. Und wir sprechen natürlich auch über die Finanzierbarkeit des Gesundheitsversorgungssystems. Es werden ja nicht nur, so gehen jetzt die Planungen vom Bundesgesundheitsministerium aus, Hunderte von Kliniken in Deutschland geschlossen, sondern es stellt sich generell die Frage nach einer Verträglichkeit von längerer Lebenszeit und gleichwertiger medizinischer Versorgung in Stadt und Land für Alt und Jung. Der dritte thematische Schwerpunkt sind dann Werte und Ethik. Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Wir haben eine jüngere Generation, die nachwächst, die aber zahlenmäßig nicht so stark ist. Wie können wir also in einer parlamentarischen Demokratie, in der jeder eine Stimme hat, die er für Kommunal-, für Landtags- und für Bundestagswahlen hergeben kann, dafür sorgen, dass alle Generationen, alle Altersschichten gleichwertig repräsentiert sind und nicht die eine die andere majorisiert? Wie können wir dazu kommen, dass wir eine stärkere Wertschätzung der älteren Bevölkerungsteile haben? Welches Selbstbild haben denn die Älteren von sich? Wie glauben sie, dass sie von anderen gesehen werden? Dazu diskutieren wir mit Professor Peter Wippermann, Trendforscher aus Hamburg. Wir diskutieren mit dem Dompropst von St. Hedwig in Berlin, Herrn Czetarski, und mit Herrn Binkert, dem Leiter, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts INSA, der auch dazu eine spezielle 50-Plus-Studie erstellt hat. Also ein rundes, umfassendes Programm, das viele Aspekte abdeckt und viele Inspirationen liefern kann. Ich lade Sie ganz herzlich ein, an dieser Veranstaltung, an der Demografiedebatte Deutschland 2019 in Berlin teilzunehmen. Anmelden können Sie sich hier. Dort gibt es auch im Internet weitere Informationen zur Agenda. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Berlin sehen. Ich freue mich auf Sie. Bitte bleiben Sie bei uns. Wir bleiben für Sie am Ball.